Willkommen zurück auf meinem Kanal. Das neue Jahr beginnt wohl mit einem Personalwechsel im Team von Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Einige Medien haben bereits darüber berichtet. Maurizio Arrivabene, langjähriger Teamchef von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, ist wohl beim italienischen Traditionsteam entlassen worden. Sein Nachfolger wird angeblich Mattia Binotto, der bis zuletzt Technikchef bei der Scuderia war. Offenbar muss der Italiener die Konsequenzen dafür tragen, dass man seit seinem Beginn bei Ferrari im Jahre 2014 es nicht geschafft hat, einen WM-Titel nach Maranello zu holen. Er war damals zu Ferrari gekommen, um den Posten von Marco Mattiacci zu übernehmen, der ebenfalls gescheitert war. Es ist jedoch nicht 100%ig sicher, wer ihm die Kündigung aussprach. Entweder war es der Präsident Luis Camilleri, der Arrivabene seit Philip Morris kennt, oder John Elkann, der seit Sergio Marchionnes Tod den Posten als Fiat-Erben besetzt. Nachfolger von Mattia Binotto könnte der ehemalige Fiat-Mitarbeiter Laurent Mekies werden, der derzeit den Posten als Sportdirektor besetzt. Weiterhin in Frage kämen der Aerodynamikchef Enrico Cardi und der Motorenverantwortliche Corrado Iotto. Das Einzige, was jetzt noch aussteht, ist die offizielle Bestätigung des Teams. So, liebe Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, und wenn ihr noch mehr Formel 1 Videos sehen wollt, dürft ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.